Indivisible Prototype wird gespielt. Gleich nach dem Intro. Tag Leute, willkommen zu Gaming. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Jan und ich wünsche euch einen schönen Abend. Also wenn es Tag ist, abschalten. Nein, Spaß beiseite. Heute spielen wir auf der PS4 Indivisible Prototype. Dieses Spiel gibt es auch kostenlos für den PC. Da habe ich es zuerst mal kurz angespielt. Ich habe es ja vor einiger Zeit auch mit Gregor für Rocket Beans gespielt und habe mir gedacht, eigentlich wollte ich das hier auf dem Kanal schon längst machen. Jetzt ist es endlich soweit. Und wir gehen gleich mal rein. Wir spielen diese agile... ich weiß nicht, wie sie heißt, ehrlich gesagt. Rudy, wait. Aber ich mag schon mal die Stimme, wenn die hoffentlich bleibt. Es ist noch ein Prototyp, das heißt, frühe Phase. Ich nehme an, dass alle Hintergründe und so noch komplett überarbeitet werden. Und es wird alles so aussehen wie unsere Hauptheldin. Die, wie man vielleicht schon weiß, aus der gleichen Feder stammt, visuell gesehen, wie die Skullgirls. Denn es ist der gleiche Zeichner und somit auch der gleiche Look. Und ich mag diesen Zeichner sehr. Deswegen habe ich mir auch Skullgirls geholt. Deswegen werde ich mir auch wahrscheinlich dieses Spiel kaufen. Es ist, glaube ich, ein Kickstarter-Projekt gewesen heißt, weil ich glaube, es ist mittlerweile durch. Und wir haben Glück und es hat den gewünschten Betrag erzielt, meine ich zu wissen. Aber dass ich jetzt hier nicht mit Unwissenheit glänze. Okay, ja, ich kann hoch, runter, verschiedene Leute auswählen. Shit, da war ich zu früh. Und dieses Spielprinzip ist ähnlich wie bei Valkyria Chronicles. Wir haben auf jedem Button einen Charakter, das heißt vier Charaktere in der Party. Es wird sehr viele geben. Da wird zum Beispiel der Shovel Knight mit dabei sein und viele weitere. Ich glaube auch aus Skullgirls wird natürlich jemand dabei sein. Und wenn wir Kreis halten, dann blocken wir. Wenn wir kurz drücken, greifen wir an. Und so können wir dann mit der kompletten Party, die wir jetzt gleich nach und nach dazu bekommen, immer krassere Kombos ausführen können. Was ich sehr cool finde. Press left to switch targets. Okay, muss ich jetzt... sich den richtigen attackieren. Okay, wir sind mittlerweile ein Level aufgestiegen und können somit zweimal hintereinander angreifen. Nice. Zack. Und jetzt den noch. Da warten wir noch, bis der mich kaputt macht. So, und wir haben jemanden dazu bekommen, nämlich einen Bogenschützen. Und wie ihr seht, 2D-Plattformer, nichts Ungewöhnliches. Ich mag die Optik, wie schon gesagt. Oh nein! Und das Gegnerdesign ist auch ziemlich cool. Okay, das habe ich nicht gesehen. Zack. Oh Mann, ich sehe das nicht, wenn sie angreift. So, nice. So, das funktioniert doch schon alles ganz gut. Oh nein, da wollte ich nicht hin. Hier, zack. Und dann hier rüber. Zack. So will ich das doch. First strike, first hit. Not enough! Bam! Und wenn gleich... Ah, verdammt. Ich bin mit der Koordination gerade echt beschissen. Es tut mir leid. So, zack. Und ich glaube, wenn sich da oben die Anzeige gefüllt hat, kann man auch einen Special Move machen. Wo ich aber jetzt ehrlich gesagt wieder nicht weiß, wie das geht. Das
war, glaube ich, irgendwas mit den Schultertasten. Jetzt bin ich da runtergehüpft. So, hier brauchen wir jetzt eine Axt. Und wo finden wir diese Axt? Man weiß es nicht. Wir werden es herausfinden müssen. Okay. Schalten die sich jetzt mit ein? Verdammt. Okay, habe ich aber noch blocken können. Shit. Die machen echt viel Schaden. Das ist nicht lustig. Verdammt. Okay, with the least one level in the meter, you can... Okay, R1 und dann den Action-Button. Tun wir das. Nice. Was bringt uns das jetzt? Ey, ich sehe nicht, wen sie angreifen. Es tut mir leid. Jetzt aber. So, lass... Hey, ich hab gedrückt. So, und jetzt... Genau. Wir können jetzt mit dem auch zweimal hintereinander. Jetzt, wo ist diese Axt? Die verdammte. Müssen wir wahrscheinlich noch höher, oder? Oder müssen wir hier nach rechts? Ah, hier nach oben müssen wir. Zack. Zack, zack, darüber, darunter. Hat so ein bisschen was von Metroid. Ganz entfernt. Ich weiß natürlich nicht, wie extrem dieses Level-Design noch werden wird. Ich heile mich aber auch nicht. Nach den Kämpfen habe ich so das dunkle Gefühl. So. Jetzt warten wir mal, bis die aufgeladen sind. Okay, so wollte ich das eigentlich nicht. So, jetzt. Zack. Zack. Und jetzt eben hier. Bam. Ganz genau. So sieht's aus. Hey, jetzt. Okay, wir haben den ersten Schlag. So. Verdammt. So. Und noch einen haben wir. Das ist sehr cool. Okay. Ah, verdammt. Okay, die heilt ein. Okay, das wusste ich nicht. Haben wir das auch mal gerafft. Das ist natürlich nicht schlecht. Wir bekommen ein bisschen Leben zurück. Müssen wir hier überhaupt weiter? Shit. Bam, bam. Zack. Ich glaube, es gibt auch sowas, wo wir alle gleichzeitig decken können. Weiß ich jetzt aber gerade ehrlich gesagt nicht, wie. So, zack. Ah, dabei habe ich gerade gedeckt, nur viel zu früh. Hey, ich bin einfach zu langsam, wenn es ums Decken geht. Okay, mit L1 können wir also die komplette Gruppe in Deckung gehen. Die Weißen sind echt heftig. So.
Verdammt, verdammt. So, jetzt mit ihm. Mit ihr. Nochmal mit ihr. Verdammt. So, jetzt gleich mit ihm hinterhersetzen. Ich verliere einfach diesen Meter da oben zu schnell wieder. Okay, Tor can now attack 2 times in battle. Okay, hier kommen wir aber auch nicht durch. Ah, hier ist die Axt. Nice. Jetzt können wir nicht nur schlagen, sondern auch mit der Axt. Wir können jetzt... So, dann können wir das hier nämlich zerschlagen und kommen wir weiter. Nice. Nein! Wir können aber auch den hier machen mit der Axt, was ich sehr geil finde. Das heißt, wenn wir irgendwie einen Sprung nicht schaffen, können wir uns einfach hier mit dieser Axt in den Felsen rammen. Das gefällt mir sehr gut. So, und auch kein Backtracking, was auch sehr schön ist. Zack, zack. So. Jetzt machen wir das mal ein bisschen besser, hoffe ich. Ich muss jetzt nur mal gucken, dass ich diesen Meter da oben auffülle, dass wir uns heilen können. Weil sonst wird es hier nichts. Verdammt. Okay. Ich meine, wir bekommen immer ein bisschen Leben dazu nach jedem Kampf. Aber das langt nicht. Ich weiß auch gar nicht, gibt es Items oder so? How to play gibt es nur. R1 will also show the map. Okay. Press any button to continue. Okay. Gut. Gibt es scheinbar nicht. Oh Mann! Mach das so. Zack. 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 Wunderbar. Hier braucht man immerhin ein bisschen Skill, weil man muss immer noch rechtzeitig in die andere Richtung. So. So, jetzt gleich. Okay, wenn ich natürlich mit allen deck, ist es deutlich schlechter. So. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich, dass wir die Gruppe heilst. Aber okay. Naja, es wird auch so gehen. Kommen wir jetzt hin? Ah, wir kommen nach draußen. Sehr schön. Ich mag auch den Baum da hinten. Müssen wir mal ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir spielen schon wieder eine Viertelstunde. Zack! Mitten in die Fresse rein. Boom! Hang! Zweimal. Und es wird gleich hinterher gesetzt. Ah, verdammt, das wollte ich nicht. Okay, eigentlich will ich, dass sie unsere Gruppe heilt. Aber kann ich vielleicht irgendwas mit hoch runter noch machen? Wahrscheinlich nicht. Aha. Koordinationsschwierigkeiten bei dem Spiel. Trotz, dass es ja ein relativ einfaches Kampfsystem ist, finde ich es doch als nicht so einfach. Wo es ja nur im richtigen Moment Knöpfchen drücken ist. Aber das langt bei mir scheinbar schon. Anja geht nämlich beinahe drauf. Das müssen wir nämlich gleich nochmal machen, sehe ich schon. Oder wir machen dann einen Schnitt, weil so viel Zeit haben wir auch nicht mehr.
Razmi ist auch noch dabei. Shit! Hat mich gleich gekillt. Verdammt. Aber die sollten wir vielleicht noch zeigen, wenn jetzt dennoch in der Party bei ist. So, Razmi. Das ist nämlich unsere Feuermagierin, die eigentlich auch ganz gut abgeht. L1, jetzt sagt er uns. Bam, bam, bam. Den lassen wir gar nicht angreifen. Versuchen es. Ah, verdammt. Versuchen es auf jeden Fall. So. Verdammt. Da wollte ich blocken. Jetzt aber. Was macht die? Okay, die heilt auf. Das ist natürlich geil. Das hat auch ein bisschen was mit Timing zu tun, merke ich schon. Sehr schön. Der hat doch nichts mehr. Hey, ich hab gedeckt, Mann. So. Jetzt haben wir es aber gleich. So, haben wir den besiegt. Und damit wäre unsere Zeit auch schon am Ende. Das war ein kurzer Einblick in Indivisible Prototype für die PS4. Man kann sich es auch kostenlos auf der Entwickler-Webseite herunterladen. Einfach googeln und vielleicht mache ich auch einen Download-Link hinten rein. Wie immer bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gebt diesem Spiel auf jeden Fall mal eine Chance. Wer auf klassisches Rollenspiel steht, sage ich mal, in einer etwas anderen Form, mit ganz coolen Hüpfeinlagen, wie ich finde, und einer sehr schönen Optik, wo ich sehr gespannt bin, wie das fertige Spiel aussehen wird. Da gerne mal gucken. In diesem Sinne bedanke ich mich und sage bis auf dann. Spielen wir noch ein bisschen weiter. Das ist noch so eine Axt. Aber ich habe doch schon eine Axt. Zack, zack, zack. Doppelsprung. Yeah, yeah, yeah.